Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Sims. Wir wollten ja jetzt mit Marvin zusammen in die Arbeit gehen. Das machen wir auch direkt. Das nächste Mal gehen wir mal mit Hendrik mit. Ich glaube, das letzte Mal sind wir mit Alex mitgegangen. Deswegen gehen wir jetzt mal mit. Oder haben wir jetzt zweimal ziehen, die größer ist. Trainingstag 2. Huch. Trainiere härter, noch härter. Du musst noch einiges lernen, bevor du deinen ersten Fall übernehmen kannst. Zuerst musst du dich unter die Leute mischen und etwas für deinen Ruf als freundlicher Beschützer und strenge Autoritätsperson tun. Anschließend sollst du versuchen, einen Verdächtigen zu finden und dingfest zu machen. An die Arbeit, Grünschnabel. Alles klar. So, ich mache mir mal selber weg. Auf Patrouille gehen. Warte mal. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Die Verbrechenskarte kann. Okay. Oh, du Armer. Du Armer, du hast nicht essen können. Du hast nicht essen können. Das ist echt bitter. Hat versucht in der letzten Folge zu kämpfen, dass er was zu essen holt, aber ist Polizist auf Patrouille, kann er die Gemeinschaft kennenlernen und Unruhestifter im Zaum halten. Sprich mit Bewohnern, um einen freundlichen oder miesen Eindruck zu hinterlassen. Erwischst du jemanden bei einer Prügelei oder beim Randalieren, sprich eine Vorladung gegen den Übeltäter aus. Nu? Ach, da unten bin ich. Ah, er hat den Teller noch dabei. Er hat den Teller noch mit dabei. Ist das cool. So. So, jetzt schauen wir mal, wen wir hier finden. Ob wir hier jemanden finden, ist ja hier irgendwie nichts los. Haben Sie was zum Schreiben dabei? Ich nehme mich nicht. Ich bin Polizist, ich habe grundsätzlich nichts zum Schreiben dabei. Soll ich mal freundlich vorstellen? Oh, 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 oh. Hallo, Hallöchen, Popöchen. Ja, hallo, junge Dame, ich muss das Lämmer hier nutzen, ja. Und wir haben eine super schöne Frau hier neben uns. Ja, das sieht super aus. Man könnte ihr praktisch eine Blume schenken. Wie die schöne Dame hier. So, jetzt lassen wir den immer plaudern hier. So, jetzt schauen wir uns mal die lebendige Statue an. Ach, da hinten. Oh, Moment. Das bin ich? Was mache ich denn hier? Ich gehe einfach mal spazieren, alles klar. Prügelt sich hier keiner? Macht die denn da? Also es geht ja gar nicht, da mal einfach zu schlafen, das geht nicht.
Einmal die Toilette benutzen. Ich sehe aktuell niemanden. Also es geht ja mal gar nicht hier. Ja, einfach schlafen. Geht ja mal gar nicht. Oh, das ist ja falsch schwer. Keiner unterhält sich. Ja, Siri, alles gut. What? Oh, ich dachte schon, da fliegt ein Auto. Das gibt's ja nicht. Singula Yamishka. Also es ist ja nicht so, dass sich hier irgendwer schlecht behandeln, schlecht benehmen würde. Alles ist ja vollkommen in Ordnung. Und wenn wir mal zur Polizeiwache zurückkehren, vielleicht gibt es da nochmal irgendwelche Aufgaben. Weil, da ist einfach nichts. Eine Fahndung einleiten. Eine Fahndung einleiten, okay. Ich weiß nicht weswegen, aber wir leiten jetzt einfach mal eine Fahndung ein. Ja, gut, dass wir zurückgegangen sind. Wir müssen den Verdächtigen bekommen. Keine Ahnung, wer das ist, aber wir müssen ihn bekommen. In dieser Gegend wurde ein Verdächtiger gesichtet, auf den die Fahndungsbeschreibung zutrifft. Frage herum, damit du Hinweise auf den Verdächtigen erhältst. Sieh dir im Notizbuch die Beschreibung des Verdächtigen an, bevor du jemanden festnimmst. Wenn du die falsche Person festnimmst, wirkt sich das negativ auf deine Karriere aus. So, ist hier jemand? So, nach verdächtiger Person fragen. Nach verdächtiger Person fragen. Nach verdächtiger Person fragen. So, mehr Leute haben wir hier, glaube ich, nicht. Oben ist keiner mehr. Und das ist das Dach. Okay. Ah, wir sind in der Wüstengegend. Wir reisen kreuz und quer. Haben Sie, wissen Sie, wer das war? Haben Sie herausgefunden, wer das war? So. Nö. Nein! Das wollte ich doch nicht. Komm schon. Oh, das ist schwer, du. So, stopp. Schon wieder die. So, was für ein Notizbuch. Z.
So, was für ein Notizbuch? Moment. Okay, gibt es hier sonst keinen? Was haben wir denn hier oben? Jetzt fahren wir die noch. So, jetzt gehen wir einmal komplett hoch. Swobin use an oil. Spino? Yeah, Rula Emka. Dag. Dag Dag. Meve Binkoya. Okay. Also die hat auf sie gezeigt. Charge you. Honoru. Shop de Koi. War das jetzt die richtige? Die hat doch auf die gezeigt, oder nicht? Du hast jetzt alles über die Arbeit auf der Straße erfahren, aber auch auf der Wache gibt es eine Menge zu tun. Ja, okay, das hatten wir schon. So, halt, was haben wir denn? Eine Stunde Training. So, Strafanzeige. So. Das ist die Verdächtige. Bei uns daheim geht es scheinbar gerade richtig ab. Eine Stunde trainieren. Das kriegen wir zeitlich gar nicht mehr hin. Aber zeitlich, ja doch, würden wir hinbekommen. So, Strafanzeige nehmen wir von der auf. Polizeidatenbank durchsuchen. Wir müssen das noch voll bekommen. Haben wir jetzt das erfüllt? Ja. So, über einen Fall diskutieren. Sehr gut. So, dann können wir die restliche Zeit tatsächlich dafür nutzen. Ich habe noch Müll dabei gehabt. Da war nichts. Ich habe ein bisschen Musik gehört. Das kann doch nicht verdächtig sein. So, warte, wir gehen jetzt mal nach oben. Ah, hier oben ist die Snackbar. War nicht unten auch irgendwie Toilette, Bad? Doch hier. Duschen. Leider ist Hygiene keine Grundvoraussetzung, um kriminell zu werden. Das ist wohl richtig. Aber die meisten Kriminellen sind unhygienisch. Badums. So, wir haben jetzt komplett alles erfüllt, was wir erfüllen müssen. Geh jetzt mal schnell hier duschen in der Arbeit, dass wir daheim kein Wasser verschwenden und holen uns einen Snack. Wir holen uns, glaube ich, rentiert sich das denn noch? Ich glaube, das rentiert sich noch. Noch ein Sandwich oder so. So, wir sind jetzt gut gereinigt. Alles ist gut. So. Was mache ich denn hier? Should be Brange. Brange.
Strafanzeige an den. Moment. Ich habe eine Strafanzeige. Haben Sie den gesehen? Das war total laut. Das war unser Nachbar, wissen Sie nicht? Was? Hi Marvin, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Gartenzwerg beitreten würdest. Was sagst du dazu? Oh ja, ich bin dabei. Nein, danke. Müssen wir fast, oder? Alter, ich belästige hier jeden. Was mache ich denn jetzt? Ein Internetsurfen? Das kann noch ein bisschen meinen Spaß verbessern. Ja, ich muss jetzt jetzt gleich wieder heim. Wir könnten auch so lange Social Media. Dadurch steigern wir Spaß und gleichzeitig Soziales. Wir wurden befördert und ist jetzt Streifenpolizist. Er verdient jetzt 8 Simlions mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 28 Simlions pro Stunde ergibt. Er hat zudem folgende Bonus erhalten: 160 Simlions, neue Kleider. Seine nächste Schicht beginnt am Freitag um 8 Uhr. Alles klar, läuft. Ja gut, dann haben wir eine super Beförderung uns eingeheimst. Jetzt schauen wir nochmal schnell, was daheim abgeht. Sind denn alle wieder da? Nee. Ew, das ist Grobel. Was los? Ist immer noch ausgezeichnet. Fressen mit Nahrung belehren. Funiata Bursharp. Er ist mal super glücklich, dass er befördert wurde. Jetzt haben wir auch eine bessere Drohmöglichkeit unserem Nachbarn gegenüber. Ja, wenn du die ganze Zeit auf der Polizeiwache Oh, was wollte ich doch nochmal? Oh, der Philipp muss aufs Klo. Komm, geh aufs Klo. Hä, was? Das war wie eine Alarmanlage. Ach, egal. Gut, ich habe jetzt erfolgreich das Klo benutzt. Und, was ist denn eigentlich los mit meinem... Warte mal, wir werden das erstmal jetzt hier weglegen. Marvin, du könntest eventuell dich jetzt noch künstlerisch ausleben, indem du ein bisschen weitermalst. Caroline... Könnte jetzt eigentlich noch schnell die Toilette benutzen. Dann isst sie das hier noch und dann geht sie schlafen. So. So, was mache ich denn jetzt? Hab das jetzt weggeräumt? Wir könnten jetzt ein bisschen üben. Weil ich meine... Sozial.